So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Drive auf meinem Kanal. Ja, Wahnsinn, wir sind in der Grasernte, es ist heute der 29. April, erster Schnitt. Wir sind hier beim Milchviehbetrieb, da hinten sieht man die Kühe schon. Die sind vorher nach dem Stall, nach dem Melken auf die Weide austrieben worden. Ich finde das immer schön, wenn Viecher noch auf die Weide rauskommen. Gibt immer ein schönes Bild ab. Genau, wir fahren hier gerade den ersten Schnitt ein. Bin hier beim Silo-Festfahren mit einem Glas Arion 650 mit einem Stoll FZ60 und einer Pressel- und Ladegabel. Hinten noch so ein selber betoniertes Betongewicht zum Silo-Festfahren. Ja. Wir haben jetzt eh schon über die Hälfte geschafft. Wir sind ja circa einen halben Meter über der Silomauer. Würde ich jetzt einmal grob schätzen. Da hinten noch jetzt nicht erkennen, fährt auch der Häcksler. Da hinten steht auch noch ein Bullock mit dem Kipper. Und wir sind halt eben hier am Festfahren. Genau. Silo festfahren. Warum macht man das überhaupt? Silo festfahren tut man, um das Futter für die Kühe zu konservieren. Weil so, man kennt's, man mäht einen Rasen oder so, schmeißt den Rasen in den Gartensack, vergisst den dann gerne mal eine Woche und dann wissen wir genau, wie das Zeug zum Stinken anfängt. Und dementsprechend, das wollen wir nicht mit unserem Futter haben für die Kühe. Deswegen fahren wir das Futter fest hier in sogenannten Fahrsilos. Hier sitzt noch überall noch eine Wandfolie außenrum, um das Ganze luftdicht zu verschließen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und später kommen dann, wie bei dem Silo da drüben, noch Unterziehfolien, weiße Folie und dann noch Netze drüber. Gehen zum Beispiel Krähen oder ähnliches. Genau, luftdicht verschließen ist eine ganz wichtige Sache. Ist ganz einfach zum Erklären. Ist wie wenn man jetzt zum Beispiel eine Marmelade einkocht oder so, die macht man ja auch haltbar, indem man eben sicherstellt, dass keine Luft dran kommt. Und das machen wir hier eigentlich genauso. Wir wollen ja schauen, dass wir das Futter erst einmal verteilen, dass wir im Optimalfall einen homogenen Futterstock haben, sprich, dass man immer die gleiche Masse hat, ist jetzt in der Praxis nicht immer hundertprozentig möglich. Da ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Schlepper festfahre und da müsste ich über die ganze Länge von dem Silo schieben. Und die Flächen sind eh alle ziemlich um den Hof rum und dann wird es mir wahrscheinlich irgendwann ziemlich beideln, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme mit dem Festfahren. Das Festfahren ist auch ganz wichtig, weil wir durch die Überfahrt ne, die Luft aus dem Gras jetzt rausdrücken, um dann später beim Gärprozess, dass die Milchsäurebakterien gescheit arbeiten können, einfach nicht unter Beeinflussung von der Luft sind. Weil man kennt es oft oder man sieht es oft, wenn jetzt zum Beispiel man keine Wandfolie hat, die Silos schon ziemlich alt sind, dann ist halt einfach mal was am Rand schlecht, weil da eine Luft hinkommt. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass das Silo immer gescheit fest ist. Aber hier ist es eigentlich ganz entspannt. Und beim Gras ist es halt auch wichtig, da ist es meistens nicht mit einer Überfahrt getan. Es kommt natürlich auch auf die Häcksellänge drauf an. Denn ein Gras hat ja viel mehr Struktur, wie jetzt zum Beispiel ein Mais. Ein Mais-Silo, wenn ich einmal abwalze, dann ist es fest.
Und Gras sieht man ja auch, da bin ich überall schon drüber gefahren und da wo ich jetzt nebendran fahre, sind wir wieder ein Stück tiefer. Also da sich auch einfach die Zeit nehmen und jetzt nicht hudeln oder irgendwie sowas, das ist eh das Wichtigste beim Silo-Festfahren, sich keinen Stress machen. Da können jetzt noch 4 volle Wegen am Silo stehen, aber es bringt nichts, wenn ich das Silo nicht festbringe. Weil am Ende fahren wir hier den Futtervorrat für teilweise den ganzen Winter oder so im Herbst zum Beispiel ein. Und da bringt es dann auch nichts, wenn man sich die paar Euro spart, wo dann der Häcksler billiger ist, weil man schneller war, aber dann der halbe Futterstock vergammelt ist. Deswegen keinen Stress machen. Ganz entspannt. Da kommt jetzt auch schon wieder volles Fuder. Und wir haben das Silo sauber fest. Da Auerglas Arion 650 mit Strautmann Häckselwagen. Da so voll ist jetzt das Silo ungefähr. Trinken wir mal kurz was. Hier auf dem Kreuzhebel habe ich ganz normal meinen Frontlader drauf und vor allem in der ersten Gruppe Vorderachsfederung habe ich aus, Schwingungstilgung vom Frontlader auch, die brauchen wir nur auf der Straße. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Mit dem Frontlader braucht man meistens immer ein bisschen länger zum Verteilen, weil du halt einfach gerade beim Ein- und Ausklappen bzw. Ein- und Ausziehen von der Gabel bei weitem nicht die hydraulische Leistung wie ein Radlader hast. Dementsprechend können wir auch jetzt nicht, wie man es kennt, das Gras ausschütteln, sondern müssen uns da eher mit schiebenden Bewegungen voranarbeiten und zum Ende hin dann unsere Gabel ausschütteln. Weil sonst klappt die einfach dagegen und du hast einfach keinen Hebel, keinen Gewalt. Genauso wie beim Heben. Ein Frontlader ist natürlich was anderes wie so eine Radladerschwinge, deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen und mit Hirn und Verstand fahren. Man probiert es zumindest. Und dann klappt die ganze Gaudi eigentlich auch immer ganz gut. So, Aufladen läuft auch soweit. Sehr schön. So, dann wollen wir mal. Allrad an. Ich mache es immer so, ich teile mir den Haufen immer ein bisschen auf. Auf links und rechts. Da gerade bei so seitlich schiebenden Bewegungen muss man schon echt langsam tun. Aber das haut er eigentlich ganz gut hin. So, dann schiebe ich jetzt einmal in der Mitte durch. Ich mache das auch immer ein bisschen anders. Dann mache ich mir da rechts so einen kleinen Haufen hin. Beim Zurückfahren schiebe ich das da
dann auch noch ein bisschen rum. So. Meistens mache ich so gerade an der Kante, weil gerade jetzt, wenn du jetzt schiebst mit dem Frontlader, kann es oft sein, dass der mal einen Schwung raushaut. Deswegen bleibe ich da eher ein bisschen weg und schiebe dann einfach nochmal sauber an der Kante lang. Schau, dass ich ein Material an die Wand hinbringe und dann einfach meine Kantenform ungefähr nachfahre. Haben wir eh da ein bisschen viel. Jetzt gehen wir da links auch noch was hin. Und da geht es dann meistens gerade mit dem Frontlader gar nicht so genau. Weil wenn man da ein paar Buckel drin hat, dann kann man das mit Walzen und alles auch wieder ziemlich eben machen. Und man darf sich da, weil man eben im Bullock eh ein bisschen länger braucht, jetzt auch nicht verkünsteln. Weil es halt wirklich auch darum geht, das Silo festzubringen. Jetzt habe ich wenig in der Gabel, jetzt kann ich ein bisschen schütteln, dass ich an die Kante ein bisschen was hinbringe. So. Und so viel schieben wir jetzt eh nicht mehr rauf. Weil wir eh gar nicht mehr so viel haben. Da hinten ist eine Wiese mit, ich glaube, die hat über 10 Hektar. Und wenn die weg ist, dann haben wir nur noch eine Wiese mit 3 Hektar. Und dann war es hier eh schon. Natürlich zum Ende hin müssen wir dann schauen, dass das Silo schön gerade ist, dass auch die Folien sauber anliegen können. Dass wir die Kanten sauber gewalzt haben. Ich walze die aber zwischendrin eh noch mal ein bisschen. Und zum Ende hin dann noch einmal drüber, dass das picobello ist und dann passt es. Dann fange ich immer meistens an einer Seite an. Fahre ich bis zur Kante, dass ich merke, oh, jetzt kippe ich langsam, fahre wieder zurück. Beim Zurückfahren lenke ich immer ein bisschen zur Wand ein und dann können wir da schön bis zur Folie festfahren. Das ist beim Gras, muss man da echt aufpassen, da macht man die Folie oft einmal schnell kaputt. Beim Mais kann man eigentlich ziemlich viel gegen die Folie lenken, weil der Mais einfach sauber schmiert. Und dann fahre ich auch noch mal ein bisschen versetzt drauf, aber auch noch ein bisschen. Und dann fahre ich die Kante komplett. So. Ich habe jetzt auch gerade im Funk gehört, dass sie die letzte Wiese schon anfangen. Das heißt, wir werden jetzt auch nur noch den Keil voll machen. Das heißt, oben brauche ich jetzt gar nichts festfahren. Das wird jetzt nur aufheben. Schau ich einfach, dass ich vorne den Keil ein bisschen festbringe, dass der Kipper wieder weiter kann. Und der Rest oben, der geniert mir ja gar nicht. Den kann ich ja dann zwischendurch jetzt dann, wenn sie jetzt eh umsetzen, habe ich eh mehr Zeit, dann kann ich den da gern auch einmal oben
als sauber machen. Jetzt fahren wir da noch einmal rauf, jetzt ist der Keil einigermaßen fest. Alles einmal abgewalzt, beziehungsweise zweimal, wir fahren ja runter. Allrad aus. Genau, da fahrt er 313er Vario mit der Grampe TWK 16 Mulde. Und wir sind ja nur mit zwei Abfahrern beschäftigt, da halt auch die Flächen alle ziemlich um den Hof rum sind. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Video mache. Ich habe sowas schon öfters gesehen auf YouTube und finde das eigentlich echt cool. Für mich ist es natürlich auch ziemlich arbeitserleichternd bzw. sparend, möchte ich es jetzt einmal nennen. Weil ich setze die Kamera auf den Kopf und kann das Ganze ziemlich ungeschnitten aufladen, bevor ich da jetzt groß Videos schneide und so. Jetzt ist aber die Frage, ob euch sowas gefällt, ob ihr eher was in Richtung Vlogs wollt oder einfach eine gesunde Mischung, sage ich mal. Dass ein paar Vlogs kommen von verschiedensten Themen und halt einfach auch so Let's Drive Videos, wo ich halt ein bisschen fahre, dazu ein bisschen was erkläre und einfach sag, warum ich die Arbeit mache, was meine Erfahrungen sind und solche Sachen. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich bin ja jetzt sozusagen doch noch recht neu auf YouTube unterwegs. Dementsprechend auch noch ein bisschen orientierungslos. Oder was heißt orientierungslos? Ich weiß schon genau, was ich machen möchte, aber die Frage ist natürlich auch, ob es gut ankommt, beziehungsweise ob es gar nicht ankommt. Aber das findet man einfach raus, hätte ich gesagt, indem ich einfach mal verschiedenste Arten von Videos produziere und ihr dürft dann ein bisschen entscheiden, was ihr cool findet und was nicht, hätte ich jetzt einfach mal vorgeschlagen. Gabel schon recht leer und da schüttel ich dann auch. Also das hat mir ein Gefühl ungefähr, wie voll das die Gabel vorne ist. Und dann irgendwann ist halt der Punkt, wo ich weiß, die ist jetzt ziemlich leer. Und jetzt kann ich auch schütteln, weil da bringst du es natürlich auch schöner verteilt. Gerade weil das Gras jetzt nicht so kurz gehäckselt ist, ein bisschen mehr Struktur hat, ist es dementsprechend auch nicht zum Schieben so schön, weil es halt noch eher ineinander hebt, wie das nach außen rinnt. Ist er jetzt für heuer ehrlich gesagt mein erstes Silo, also nehmt es nicht so eng. Da brauche ich auch immer wieder ein bisschen, bis ich reinkomme. Gerade weil ich dann doch, wenn ich festfahre, eher mit dem Radlader unterwegs bin. Und bis man sich beim Bulldog dann doch wieder hundertprozentig
drauf reinfuchst, dauert es halt manchmal doch ein bisschen. Also ich mache das bestimmt nicht perfekt und jeder hat da beim Festfahren seine eigene Methode. So wie ich es mache, denke ich einmal, ist nicht falsch, aber bestimmt auch nicht hundertprozentig richtig. Aber ich komme gut damit klar und das Endergebnis muss halt natürlich passen. So, jetzt wissen wir ja eh, dass sie gerade umsetzen. Der Häcksler geht eh nur 20, also von dem her haben wir jetzt die nächsten Minuten keinen Stress, können jetzt da oben schön noch unser Silo eben schütteln ein bisschen und der Rest kommt ja dann wie gesagt eh vom Festfahren. Da hinten den Haufen, den lassen wir jetzt einfach flacken, der geniert ja nicht. Wir haben da einen netten Mann, der ist hier anscheinend ein bisschen der Silo-Beauftragte, hat gerade am Anfang geschaut, dass die Ecken schön voll sind und so, echt praktisch, gefällt mir. Der Buckel, da gefallen wir noch nicht. Ach, so ist schöner. Oft nehme ich halt unter der Fahrt so kleine Schönheitsfehler mit, wo mich jetzt nicht groß aufhalten, aber halt dann doch wieder einiges ausmachen. So, kurze Unterbrechung, jetzt hat es kurz ein Prozess gegeben, dementsprechend habe ich kurz die, Aufnahme unterbrechen müssen. Dann schauen wir, dass wir da oben langsam fertig machen. Wenn es jetzt eh nur noch 3 Hektar sind,
dann biken wir das vorne jetzt noch in den Keil rein, dass das Silo nach vorne schön voll wird. Und dann passt es, denke ich. Kantenwalzen tun wir dann zum Schluss. Da wir hier die Kante jetzt eh schon abgewalzt zwischendurch immer wieder. Dass die natürlich dann auch stabil bleibt, aber so nah muss man jetzt auch nicht immer an die Kante hinfahren. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, dass ich die Silos immer so aufbaue, dass ich halt die Würste von dem nicht festgefahrenen immer so zusammenreihen und dass ich dann die Reihe an Würste zum Ende hin einmal abwalze. Und bis jetzt bin ich eigentlich mit der Methode ziemlich gut gefahren. Und genau. Jetzt kommt aber eh nur noch der letzte Kipper. Da mache ich das Silo auch noch fertig. Jetzt kommen jetzt dann aber eh schon die ganzen Helfer zum Kanteneintappen, ähnliches. So, jetzt habe ich da nochmal die Möglichkeit gekriegt, dass ich jetzt euch schnell zeigen kann, wie ich so ein Silo fertig mache, beziehungsweise die Kantenwalz. Und zwar, hier ist das jetzt ein bisschen blöd, weil das ein bisschen alles bewachsen ist. Ich bin jetzt soweit nochmal über das Silo drüber, habe alles fein aufgeschüttelt, dass das passt. Und jetzt fahre ich halt die Würste, wo ich vorher gesagt habe, die wo ich aneinander gereiht habe, einfach mit dem Vorderreifen ab und walze das Ganze. Und man sieht es jetzt da hinten schon, das gibt dann eine schöne Kante. Die Mitte vom Silo ist natürlich jetzt der höchste Punkt. Da habe ich zum Schluss noch mal was drüber geschoben, dass einfach das Wasser abläuft. Da links werden schon Netze hergerichtet zum Abdecken. Ich denke, ich werde jetzt nur so 20 Minuten circa brauchen. Das zieht sich immer recht, das Kantenabwalzen. So, wenn ich jetzt merke, dass ich jetzt doch ein bisschen weiter weg bin mit meiner Kante von der Mauer, dann fahre ich einmal nur halb hin, dann drückt sie schon mal ein bisschen raus und dann fahre ich das zweite Mal ganz runter und dadurch drücke ich die ganze Kante ein bisschen weiter hinaus. Da kommt schon der Bullock, der hat gerade einen Kipper zurückgebracht. Das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt immer so in so einem Winkel fahre, beziehungsweise halt dann einschlag, bringe ich auch nochmal eine andere Fahrtrichtung, wie jetzt immer nur stumpf in die vom Silo zusammen und dadurch wird es dann auch nochmal noch gerader, wie es eh schon ist. Es gibt dann zum Ende auch eine ganz schöne Oberfläche, ohne dass da jetzt groß irgendwelche Buckel oder so drin sind, dass jetzt wie gesagt die Folie sauber anliegt und man da dementsprechend wenig Lufteinschlüsse hat. Zum Schluss schiebe ich dann unten nochmal die Kante gerade, dass ich eine gerade Kante unten am Keil habe und fahre den noch ein bisschen fest und hoppla, ein bisschen laut. Und das war es dann eigentlich schon, dann können wir heimfahren. Davor noch Bullock abräumen, das ganze Gras, wovon an der Fronthydraulik und so ist, müssen wir nicht auf die Straße rausziehen. Genau. Dann würde ich sagen, mache ich das Silo jetzt fertig und melde mich dann einfach, wenn ich auf der Heimreise bin. So, ich habe jetzt gerade noch die Schwingungstilgung eingeschalten. Da hat man da vorne einen Absperrhahn am Frontlader.
ist auf der Straße dann deutlich angenehmer zum Fahren. Wir sind jetzt fertig beim Kunden. Die Bilder vom Silo habt ihr gerade bestimmt schon gesehen. Ist sehr schön geworden. Sehr eben, schöne Kante. Ich bin zufrieden. Jetzt fahren wir zurück in die Firma. Da werden wir dann noch schnell Bullock ausblasen, sprich Kühler, Luftfilter und so ein bisschen noch das ganze Gras ein bisschen abblasen und dann schauen wir mal, was wir heute noch so treiben. Jetzt sieht man auch schön, wie die Schwingungstilgung arbeitet. Das ist immer ganz witzig, das Geräusch, wenn man ein Tempomat betätigt. Auch schon fleißig siliert. Ist irre, wenn du überlegst, dass wir Ende April haben und jetzt dann voll im Silieren drin sind. Und aber noch gar kein Mais gebaut haben. Also das kommt jetzt alles Schlag auf Schlag. Erst einmal noch Maisäcker herrichten. Dann Mais sehen und silieren jetzt dazu auch noch. Irre. Da ist auch schon wieder was geschwadet. Blatt steht jetzt schon Häcksler. Deswegen werde ich erst einmal zum Tanken auffahren. Aber dann werde ich an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da, wie ihr solche Videos findet, von der Ansicht etc. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Vlog oder Let's Drive Video. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.